So, hallo, willkommen beim neuen Let's Play Kirby 64. Ist ein Blind Let's Play, ich habe es noch nicht gespielt. Nur mal, wie man hier sieht, angetestet, auch wegen der Aufnahme. Das wollte ich jetzt eigentlich auch wieder löschen. So, Delete, yes. Delete des Files, boom. Gut, dann fangen wir auch mal direkt los. Ohne viele Worte. Nein. Das ist nur ein Video, wo uns gezeigt wird, wie man die Fähigkeiten von Kirby einsetzt, brauchen wir nicht. So, und da geht's auch schon los mit Level 1, Popstar. So, hier einmal, können wir malen, ne, können wir leider nicht. Und hier geht's zur ersten Welt. So, okay. Muss ich erstmal hier an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Aber sonst ist es wie in alter Kirby-Manier saugen. Weil es gibt eine Neuerung, man kann Fähigkeiten kombinieren, wie man hier sieht. Jetzt die Feuerfähigkeit kombiniert mit der dieser Sturmfähigkeit und habe jetzt einen Feuerpfeil. Zack. Und weiter. Na. Wobei die nicht so dolle ist. So. Und weg. Und weg. Brennt! Brennt im Kirby-Land! Nein! So! Ach, und hier ein Kristall. Das die Kleine auch direkt einsammelt. So. Und weiter, und weiter. Über den Fluss. Eine Maxi-Tomate. Und in die Hütte. So. Wie gesagt, das erste Level kenne ich ein bisschen, weil ich natürlich schon mal so ein bisschen die Aufnahme geprobt habe. Deswegen überrascht mich es jetzt hier weniger, was hier passiert. Ist natürlich trotzdem interessant. So, aber eigentlich will ich eine neue, andere Fähigkeit haben. Mit C kann ich Zack werfen. So, ich hätte gerne seine. Ah, das hat wohl nicht ganz geklappt. Dann zum nächsten. Wupp und klopp. Ach, das sah ja schon gekonnt aus. So. Na, das nicht. So. Wupp und wupp und. Die Bombe möchte ich kombinieren mit der Feuerfähigkeit. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich hier vorbeikomme. So, und mal gucken, was ich da rausbekomme. Weiß ich nicht. Oh, Feuerwerk! Feuerwerk! Und Feuerwerk! Und. Feuerwerk und Feuerwerk! Ha! Das ist abbekommen. Sieht jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Uah, lass mich doch. Aua. Waren doch mal Freunde. Was, dass du jetzt ein riesengroßes Auge hast. Ach komm schon. So. Das ist die Drache. So, jetzt kommt es. Oh, er weint. Jetzt kann ich ihm noch nicht wehtun.
Oh, wie grausam. Der hat geweint. Oh. Oh, ein Picknick. Kann ich jetzt aussuchen? Oh. Okay, das war wahrscheinlich was wie dieses Springen normalerweise. Mit den Plätzen. Ja, muss ich beim nächsten Mal besser machen. So, und die nächste Welt. Was erwartet uns hier? Uah! Das behalte ich auch mal, das ist ganz cool. Feuerwerk! Feuerwerk! Ha! Multikill! Ultrakill! So. Und nochmal, und nochmal, und Regenschirme, und eine Maxi-Tomate, und drauf. So, und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und das sind Sterne. Hab ich's noch? Hab ich meine Fähigkeit noch? Ja, ne? So. Und hier hoch. Und Feuerwerk. Und Feuerwerk. Und zum nächsten Abschnitt. Ah. Und hier hoch. Uah. Spinnen oder was ihr seid. Drauf. Ich hab keine Chance. Und zum nächsten. Und bam. Und bam. Ah. Sterne. Sterne, Sterne, Sterne. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, was die Sterne da sind. Und respawn. Oh. Ja, ich folge dir. Das ist einfach süß, wenn er läuft und die Augen so zumacht. Oh, Sterne. Und noch ein Stern. Und noch ein Stern. Und noch ein Stern. Und ja, noch ein Stern. Und noch ein Stern. Und noch ein Stern. Und noch ein Stern. Und ich denke mal, hier geht's runter, oder? Oh, oh, oh. Kirby, flieg, 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 flieg. Das war nicht ganz ungefährlich, aber Kirby lebt ja gefährlich. Immer am Limit. Was zu futtern und hier runter. Ach, verdammt. One-up. Ha! Erledigt. So, und diesen Boss sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.